Herr Littler. Wir sind angekündigt. Der Herr Generalfeldmarschall erwartet uns. Bitte. Darf ich um die Mäntel der Herren bitten? Wir bleiben nicht lange. Würden Sie uns jetzt bitte zum Generalfeldmarschall bringen? Natürlich. Zum Mittagessen. Nein, danke. Es ist dienstlich, gnädige Frau. Darf ich Sie bitten, uns mit dem Generalfeldmarschall alleine zu lassen? Ich sag Bescheid, wenn wir das brauchen. Ja? Allerdings halten Sie die Normen und die Akten bereit. Jawohl. Darum geht es doch, nicht wahr? Sie suchen einen Dummen, der die Verantwortung für das Zerbrechen der Front im Westen übernimmt. Generalfeldmarschall, Sie werden beschuldigt, am Attentat auf den Führer beteiligt gewesen zu sein. Was? Von Al-Agaila, der Held von Tobruk und Eroberer Nordafrikas. Generalfeldmarschall Rommel inspiziert im Auftrag des Führers den Atlantikwall. Vom Nordkap bis zu den Pyrenäen greift das größte und modernste Befestigungssystem der Welt. Zahlreiche Divisionen der Wehrmacht mit Hunderttausenden kampferprobter Soldaten sind an der westlichen Verteidigungsfront Europas angetreten, um die erwartete Invasion des Feindes zurückzuschlagen. Das sind die Soldaten, die zum Schutz für Europas Freiheit und Kultur bereitstehen. Sie sind mit den modernsten Waffen ausgerüstet. Und das ist der Mann, der sie anführt. Erfahren in vielen Schlachten, erwartet er mit Ruhe und soldatischem Selbstbewusstsein die große Auseinandersetzung. Wenn Rommel an der Westfront steht, kann Deutschland ruhig schlafen. Danke, Feldmarschall, sehr gut. Bleiben Sie oben. Wir kommen hoch zu Ihnen für die Nahaufnahmen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Hauptsache, die Engländer haben die Hosen voll, wenn Sie mich sehen. Feldmarschall, Adjutant des Führers ist da. Ich brauche Ihre Unterstützung, Herr Feldmarschall. Einige hohe deutsche Offiziere, die bei Stalingrad vom Russen gefangen genommen wurden, haben Briefe an unsere Truppenführer geschickt. Sie haben sie aufgefordert, die Kämpfe einzustellen. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Die sind doch von Stalin persönlich diktiert worden. Leider nein. Es liegen eindeutige Beweise vor, dass die Briefe keine Fälschungen sind. Haben Sie etwa auch einen bekommen? Nein. Und wenn ich ihn bekommen hätte, hätte ich ihn zerrissen. Mit der zunehmenden Härte des Krieges kommt es jetzt darauf an, dem Führer die Sicherheit zu geben, dass dieser Verrat eine bedauerliche Einzelerscheinung ist, dass ihm die Feldmarschälle treu ergeben sind. Der Führer weiß, dass ich ihm treu ergeben bin. Feindliche Jäger! Adiger, geben Sie her! Sie haben uns noch nicht gesehen! Daniel, versuch in den Wald da zu kommen! Sie drehen ein, Sie haben uns entdeckt! Vielleicht sollten Sie sich lieber hinsetzen, Herr Feldmarschall! Daniel, gib Gas! Los, schneller! Da sehen Sie, was unser Problem hier im Westen ist. Nicht ein einziger deutscher Jäger in Sicht. Und die Angloamerikaner jagen uns wie die Hasen! Scheiße!
Wir bekunden im Namen aller Offiziere und Soldaten des Heeres die innerste Verbundenheit und die nie wankende Treue zum Führer und zum Nationalsozialismus. In diesem Sinne versprechen wir alles dafür zu tun, dass jeder Soldat des Heeres ein umso fanatischerer Kämpfer für die nationalsozialistische Zukunft unseres Volkes wird. Berchtesgaden, den 15. März 1944. Mein Adjutant war tief beeindruckt von seinem Besuch bei Ihnen am Atlantikwall. Bin gespannt auf Ihren Lagebericht. Diese Aufnahmen wurden vor 2 Wochen an der Küste südlich von Plymouth gemacht. Der Feind scheint eine groß angelegte Landeoperation vorzubereiten. Auch wissen wir, dass sie große Kräfte an der Kanalküste sammeln. Eine Größenordnung von mindestens 50 Divisionen. Es ist also nur noch eine Frage von Wochen, bis sie kommen werden. Wenn sie denn kommen. Der Feind hat schließlich schon des Öfteren Luftlandeübungen durchgeführt. Es ist selbstverständlich, dass der Angloamerikaner im Westen landen wird und muss. Ich fiebere dieser Landung gerade so entgegen. Was glauben Sie? Wo wird er es versuchen? Sie werden es wahrscheinlich hier versuchen, bei Calais oder in der Normandie. Die beiden Halbinseln bieten jeweils hervorragende Möglichkeiten zur Ausbildung eines Brückenkopfes. Und wie wird der Feind vorgehen bei der Invasion? Zuerst wird es schwere Bombenangriffe auf unsere Stellung geben. Dann werden in breiter Front von See her Sturmboote und gepanzerte Landungsfahrzeuge landen unter dem Feuerschutz ihrer Schiffsartillerie und von Jagdbomben. Gleichzeitig werden sie im Hinterland Luftlandetruppen absetzen. Und was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Der Feind muss schon beim Versuch der Landung vernichtet werden. Die Hauptkampflinie ist der Strand. Das ist Gerede, Herr Rommel. Wie wollen Sie eine über 2000 Kilometer lange Küstenlinie verteidigen? Dazu fehlen uns alle Kräfte. Doch wenn wir jede verfügbare Panzerdivision an die Küste verlegen. Ich darf Ihnen das einmal hier zeigen. So wird es in spätestens 3 Monaten überall am Atlantikwall aussehen. Vorstandhindernisse erschweren das Anlanden feindlicher Landungsboote. Unsere Küstenbatterien nehmen sie bereits in der ersten Landephase unter Beschuss. Und wo die nicht vorhanden sind, übernimmt diese Aufgabe unsere starke Panzerwaffe. Wenn es dem Feind nur an einer einzigen Stelle gelingt, die Verteidigungslinie des Herrn Feldmarschall zu durchbrechen, ist ihm das Reich schutzlos ausgeliefert. Dann wird der Angloamerikaner bis Berlin durchmarschieren und wir können mit unseren Panzern nur noch hinterherfahren. Unsere Panzer werden den Feind an jedem nur denkbaren Landeplatz innerhalb von 48 Stunden erfasst und vernichtet haben. Bevor Ihre Panzer da auftauchen, Herr Geier von Schweppenburg, wird die feindliche Luftwaffe Sie in Klump und Asche gebombt haben. Mein Führer, ich bitte Sie, die Panzergruppe meinem Kommando zu unterstellen. Nur so können wir die drohende Invasion des Feindes verhindern. Damit setzen wir alles auf eine Karte. Wir hätten überhaupt keine strategischen Reserven mehr. Als Oberkommandierender der Westen kann ich das nicht verantworten. Aber Sie haben 3 Jahre lang den unzureichenden Ausbau des Atlantikwalls verantwortet, Herr von Rundstedt. Wenn Herr Rommel in kürzester Zeit mustergültige Arbeit geleistet hat. Eine Invasion muss unter allen Umständen verhindert werden. Denn das eine ist doch gut wie sicher. Nach einer einmal gescheiterten Landung wird es der Feind auf keinen Fall ein zweites Mal versuchen. Dann haben wir endlich auch die Kräfte frei, die wir im Osten so dringend brauchen. Ganze 45 Divisionen. Von Ihnen, Ihren Soldaten, hängt der Ausgang des Krieges ab. Und damit das Schicksal des Reiches und der ganzen Nation. Ist Ihnen das bewusst, Herr Generalfeldmarschall? Jawohl, mein Führer. Kannst du nicht wenigstens noch auf Manfred warten? Er wollte nach dem Dienst sofort kommen. Er wird enttäuscht sein, wenn er dich nicht mehr sieht. Grüß ihn bitte. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis der Feind kommt. Vielleicht noch 6 Wochen. Ist noch verdammt viel zu tun. Du wirst es schaffen. Ich muss es schaffen. Der Führer erwartet von mir nichts weniger als die Verteidigung des Reiches. Ich bin froh, dass er dir wieder vertraut. Ja. Viel früher mit Ihnen gerechnet, General. Unser Flugzeug wurde von feindlichen Jägern verfolgt. Wir mussten 2-mal runtergehen. Ja, die Luftüberlegenheit des Feindes ist unser größtes Problem. Hauptmann Aldiger, mein Adjutant. Angenehm. Gut. Kümmern Sie sich um das Gepäck des Generals. Kommen Sie, Speidel. Ich stelle Sie meinem Stab vor. Wie steht es im Osten? Die russische Offensive ist nicht mehr zu stoppen, Herr Generalfeldmarschall.
Haltebefehle des Führers sind eine Katastrophe. Sie fordern nicht nur unnötige Opfer, sie verhindern auch eine sinnvolle Frontverlegung. Was meinen Sie mit Frontverlegung? Ein Rückzug auf die Reichsgrenzen, wenn das noch möglich ist. Mit einem Gegner, der mit dem Rücken an der Wand steht, verhandelt er feindlich. Dann haben wir ein zweites Versailles. Wollen Sie das? Natürlich nicht. Wir werden die Invasion vereiteln, Speidel. Nur dann kann der Führer in starke Position mit den Angloamerikanern verhandeln. Meine Herren, darf ich Ihnen unseren neuen Stabschef, den General Speidel, vorstellen? Freut mich. Das ist die Comtesse La Rochefoucauld, eine Nichte des Grafen, dem das Schloss hier gehört. Bonjour. Comtesse, bonjour. Spricht ausgezeichnet Deutsch. Übersetzt für uns. Ah! Ist das Ihr berühmter Vorfahre, der Dichter? Ja. La jeunesse est une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la raison. Das ist doch von ihm, nicht wahr? Ja. Die Jugend ist beständige Trunkenheit. Sie ist das Fieber der Vernunft. Ah. Wen meinen Sie denn damit, Speidel? Ich sehe hier nur eine Jugend und das ist die Comtesse. Es kam mir nur so in den Sinn. Machen Sie mal keine Hoffnung. Die Comtesse weiß, was sie gehört. Sie sind sicher? Etwa nicht. Monsieur, guten Abend. Bonsoir. Na, man könnte mal glatt so blump werden, was, Speidel? Morgens hier an der Calvados-Küste klafft nach wie vor eine Lücke von 40 Kilometern. Wenn die Panzer nicht kommen, dann sehe ich schwarz, Herr Feldmarschall. Der Führer hat mir die Verlegung der Panzerwaffe an die Küste zugesichert. Sie kriegen ihre Panzer, verlassen Sie sich darauf. Wir müssen die Vorstandhindernisse noch weiter nach vorne ziehen, Max. Die Angloamerikaner machen jetzt Landeübungen auch bei Ebbe. Bei Ebbe? Ja, sieht ganz so aus. Aber wir werden den Weg zum Strand verdammt lang machen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich kenne die Männer hier doch nicht nur mit Spitzhacke und Schaufel schikanieren. Ich brauche frische Soldaten für den Kampf und keine ausgemergelten Baubataillen. Genau das ist das Problem, Max. Ihre Männer sind viel zu ausgeruht nach 3 Jahren Strandurlaub. Schauen Sie mal den Dr. Speidel an. Der war an der Ostfront. Hat die Kesselschaft von Cherkassy mitgemacht und beklagt er sich. Ich war auch an der Ostfront, Herr Feldmarschall. Da habe ich mein Bein verloren. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt mit allem Respekt, Ihr Programm braucht bis zur Fertigstellung mindestens 1 Jahr. Wer Ihnen etwas anderes erzählt, verschweigt Ihnen die Realitäten oder hat keine Ahnung. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich stehe hier auf Befehl des Führers. Und der Befehl lautet, verhindern Sie die Landung der Angloamerikaner. Und davon lassen Sie mich von einem Faulpelz und Miesmacher, wie Sie es sind, ganz bestimmt nicht abbringen. Jetzt machen Sie sich endlich an die Arbeit. Zu Befehl. Das war jetzt vielleicht ein bisschen grob, aber sonst passiert hier nichts. Glauben Sie es mir. Max! Warten Sie mal! Ich weiß ganz genau, dass der Max recht hat. Dafür, dass hier vor 2 Monaten noch nichts war, haben Ihre Männer fleißig geschafft. Es tut mir leid. Pariser Juden sind inzwischen fast alle in den Osten gebracht worden. Aber aus Drancy gehen immer noch Transporte ab. Mit... Heil Hitler. Mittlerweile macht die SS sogar Jagd auf jüdische Kinder, die von der Bevölkerung hier in Kinderheimen versteckt wurden. Das ist die neueste Idee der hiesigen SS. Seit der Feind die Pariser Verschiebebahnhöfe angreift, springen bei den Bombardements immer wieder die Türen der Waggons auf. Einige Juden konnten fliehen und um das zu verhindern, lassen sie jetzt nackt transportieren. Ja, bitte. Das ist Oberstleutnant Hofacker. Er ist ein Vetter des Grafen Stauffenberg. Herr General? Freut mich. Berlin will endlich handeln. Deshalb hat man mich gebeten, Sie ins Vertrauen zu ziehen. Es geht um Rommel. Rommel? Halten Sie es für möglich, ihn für die Umsturzpläne zu gewinnen? Er tut alles für einen Erfolg hier im Westen. Er will die Invasion unbedingt verhindern. Überzeugen Sie ihn.
Wenn wir Rommel haben, haben wir auch die Unterstützung der Front. Und die des Volkes. Vergiss nicht, er ist der populärste General im Reich. Es ist ein verdammt weiter Weg. Vom Günstling des Führers zur Galionsfigur des Umsturzes. Aber der einzige, den wir sehen. Ich muss ihn treffen. Möglichst so, dass die Gestapo davon keinen Wind kriegt. Können Sie das einrichten? Guderian kommt direkt aus dem Führerhauptquartier, Rommel. Er soll in der Panzerfrage entscheiden. Seit wann entscheidet das niemand der Führer? Der Führer hat mich gebeten, hier die Panzertruppen zu inspizieren und eine Empfehlung abzugeben. Bin ich mal gespannt, was Sie mir dazu erzählen haben, Herr Generalfeldmarschall. Da sollte Ihre zweite Panzerdivision stehen, Herr Geier. Tatsächlich steht sie immer noch hier. Der Gegner ist längst in der Lage, innerhalb kürzester Zeit drei Luftlandedivisionen mit einer großen Anzahl Panzerabwehrkanonen abzusetzen. Und gerade deshalb nützt uns die Panzerwaffe überhaupt nichts, wenn sie an der Küste steht und der Feind in ihrem Rücken landet. Der Feind wird ihren Panzern den Weg zur Küste verriegeln und in aller Ruhe seinen Brückenkopf hier einrichten. Und wie wollen Sie unsere Panzer vor der feindlichen Schiffsartillerie schützen? Ich lasse sie eingraben. Eingraben? Ja. Ich dachte immer, die Stärke der Panzerwaffe liegt in Verbindung aus Panzerung, Feuerkraft und Bewegung. Beim Frankreich-Feldzug, da konnte sie noch nicht schnell genug gehen. Mit ihrer Gespensterdivision. Der Führer kennt meine Pläne und hat dem vor 4 Wochen auf dem Obersalzberg ausdrücklich zugestimmt. Der Führer hat sich eine Entscheidung ausdrücklich vorbehalten. Und bis dahin bleiben die Panzerdivisionen dem Oberbefehlshaber West unterstellt. Das Ganze ja hier beenden. In Afrika ist es nicht gut für ihn gelaufen. Jetzt will er unbedingt hier was sein. Bringen Sie ihn zur Vernunft, Dr. Speidel. Er kann den Ansturm der Welt nicht mit einer Handvoll drittrangiger Infanteriedivisionen vereiteln, die sich hinter Panzersperren verschanzen. Ich glaube, der Feldmarschall weiß, was er tut. Glauben Sie. Im Grunde ist er nie was anderes als ein guter Divisionskommandeur gewesen. Rühren! So ist es beim Führer. Wer als letztes die Türklinke in der Hand hatte, bekommt recht. Komm, Speidel, geh mal ein paar Schritte. Der Rundstedt ist ein müder alter Mann. Er hat längst vor den Zuständen hier kapituliert. Das Guderian ist ein bedingungsloser Ja-Sager geworden. Ziehen Sie die Konsequenzen. Nehmen Sie die Sache selbst in die Hand. Was meinen Sie? Fordern Sie hier im Westen den Oberbefehl ein. Stellen Sie Hitler ein Ultimatum. Er braucht Sie. Sie sind der beliebteste Soldat im Reich. Sie wollen, dass ich dem Führer die Pistole auf die Brust setze? Wenn Sie die Invasion verhindern wollen? Sie kennen den Führer nicht. Damit reicht Sie gar nichts. Nur das Gegenteil. Wenn Sie hier abtreten, dann wird auch das Volk begreifen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Das weiß auch der Führer. Seien Sie still, Speidel. Ich will Sie noch eine Weile als Stabschef behalten. Hier rüber! Es ist großzügig, dass Sie die Familie hier weiter wohnen lassen. Sie meinen wohl leichtsinnig. Keine Sorge, Speidel. Die französischen Aristokraten fürchten die Bolschewisten noch mehr als unser Heim. Der Graf ist ein glühender Verehrer des Führers. Der junge Mann daran, das ist sein Sohn. So alt wie unser Manfred. Unser Sohn ist jetzt Luftwaffenhelfer in Ulm. Neulich hatte er die Idee, er wolle zur Waffen-SS. Das habe ich ihm verboten. Jetzt wundern Sie sich sicher, aber... Wissen Sie, ich habe da furchtbare Geschichten gehört. Von Massenerschießungen. Und Abschlachtung der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Sie waren doch am Ostfront. Können Sie das bestätigen? Das passiert auch in Frankreich. Über die Pariser Bahnhöfe werden immer noch Juden deportiert. Die SS lässt jetzt sogar im ganzen Land ein Kinderheim nach versteckten jüdischen Kindern suchen. Woher wissen Sie das?
Es gibt in der Militärverwaltung in Paris einige, die das nicht hinnehmen wollen. Na, na, Bürschle, an Blitz und Donner wirst du dich schon gewöhnen müssen als Soldat. Unser Manfred hat auch immer so geschrieben, wenn er aufs Foto sollte. Also, Stülpnagel, der Speidel hat mich doch nicht hierher gelockt, damit ich schreiende Säuglinge beruhige, oder? Nein, Herr Feldmarschall. Im äußersten Notfall muss man Hitler eben zwingen einzulenken, wenn er es nicht von selbst tut. Was soll das heißen, zwingen? Ihn verhaften. Vor ein ordentliches Gericht stellen, ihn für die Verbrechen aburteilen, die er im Namen des deutschen Volkes begangen hat. Herr von Stülpnagel, was Sie mir da vorschlagen, ist ein Militärputsch. Glauben Sie wirklich, Sie finden auch nur einen führenden General, der dazu bereit ist? Im Reich hat sich ein Kreis hervorragender Männer gebildet, die zur Verfügung stehen. Es hat auch in der Vergangenheit schon Planung für einen Umsturz gegeben. Einige waren sogar bereit, ihr Leben dafür einzusetzen, um Deutschland von Hitler zu befreien. Ihr Leben einzusetzen? Sie meinen ein Attentat? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Wissen Sie da alle Bescheid? Die Einzelheiten kennt natürlich nur Berlin. Was Sie von mir verlangen, ist Hochverrat. Hitler hat Deutschland schon längst verraten, Herr Feldmarschall. Wenn wir hier im Westen nicht schleunigst zu einem Separatfrieden mit den Briten und Amerikanern kommen, stehen die Russen im Herbst in Berlin. Auch Sie haben einen Eid geschworen. Vergessen Sie das nicht. Jetzt rennt er zum Führer. Seit wann wissen Sie von diesen Plänen? Zeit schon. Sie wissen, was der gehorsame Soldat von mir verlangt. Tun Sie, was Sie tun müssen. Verflucht doch mal! Gehen Sie her. Das können wir noch reparieren. Verdammt nochmal, was ist denn los? Sind die Engländer gelandet? Kurz vor Calais ist ein Kommando unter dem der Briten vereitelt worden. An der Kanalküste? Ja, ein britischer Offizier wurde gefangen genommen. Bringen Sie mir den Mann, ich will mit ihm reden. Der Gefangene ist der Gestapo übergeben worden. In Paris? Sie kennen ja die Befehlslage. Sein Kommando wollte die Küstenbatterie sprengen.
Gut, Gruppenführer. Wir nehmen ihn mit. Sie machen was? Feldmarschall Rommel möchte ihn sehen. Sie kennen doch den Kommandobefehl, Oberst. Der Mann ist unverzüglich zu liquidieren, sobald er ausgesagt hat. Offenbar hat er noch nicht ausgesagt. Lassen Sie ihn hier und Sie wissen in spätestens 12 Stunden, wann und wo die Invasion stattfinden wird. Daran habe ich keine Zweifel, aber auch wir haben unsere Methoden. Sie werden mir bestimmt irgendwann verraten, was das für Methoden sind. Gern. Abwehr. Der englische Leutnant. Nehmen Sie ihm die Handfesseln ab. Wie geht es meinem alten Freund Montgomery? Wo setzen Sie mal, Tempelhof? Ich glaube, der Leutnant versteht Sie ausgezeichnet. Wie man hört, wollt ihr Briten jetzt kämpfen. Und wie war das in Afrika? Das war nur ein kleines Geplänkel gegen das, was uns jetzt erwartet. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wissen Sie, Herr Leutnant, eigentlich haben wir doch denselben Feind. Und er steht in Russland. Warum kämpfen wir nicht Seite an Seite? Es könnte schwierig werden. Wir Briten finden manches sehr abstoßend an dem, was die Deutschen tun. Was meinen Sie? Die Art und Weise, wie Sie mit den Juden umgehen. Das ist doch Politik. Wir sind doch Soldaten, wir sind Krieger. Wir haben doch nichts mit Politik zu tun. Wenn Ihr Führer ganze Völker vernichtet, dann ist das für Sie Politik. Wir könnten das ändern. Dafür ist es zu spät, Feldmarschall. Was passiert mit ihm? Er wird in ein Kriegsgefangenenlager für britische Offiziere gebracht. Und der Kommandobefehl? Woher wissen Sie davon? Man hört viel. Keine Angst, ihm wird nichts geschehen. Ich garantiere für ihn. Aber können Sie das? Ja, natürlich. Ich bin hier der Oberbefehlshaber. Es gibt viele Oberbefehlshaber in Frankreich. Und es gibt die SS. Comtesse, warten Sie einen Moment. Verzeihen Sie. Meinen Sie, Sie könnten mir solche in Paris besorgen? Das ist für meine Frau, sie hat in 2 Wochen Geburtstag. Sie haben einen guten Geschmack. Ihr Onkel hofft, dass wir den Feind zurückschlagen können. Und Sie? Für wen sind Sie? Wir sind sowieso verloren. Im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den vorzüglichen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung, die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen. Und wir brauchen uns keine Sekunde den Kopf zerbrechen, ob es gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut. Und ich glaube nicht, dass der Engländer ein zweites Mal wiederkommt, wenn er es hier versucht hat. War das in Ordnung so? Ausgezeichnet, Herr Feldmarschall. Sehr überzeugend. Gut, wenn Sie meinen. Wie man hört, wurde oben in Calais ein britisches Kommandounternehmen gestellt. Glauben Sie jetzt auch, dass die Invasion da oben stattfindet? Lassen Sie sich eins, Marx. Die Engländer kommen immer da, wo niemand mit ihnen rechnet. Na, dann werden sie bei mir kommen. Wahrscheinlich gehen Sie am Sonntag noch in die Kirche, schiffen sich am Montag ein und sind dann am Dienstag bei mir hier in der Normandie. Wie kommen Sie denn darauf? Am Dienstag habe ich Geburtstag. Meine Frau auch? Sehen Sie? Vom OKW, Generaloberst Jodl.
Schlechte Nachrichten. Führer hat mir nur 3 Panzerdivisionen unterstellt. Der Rest bleibt weiter Führerreserve. Im Angriffsfall kann ich Sie anfordern. Wie stellen die sich das vor? Dass ich erstmal einen schriftlichen Antrag in der Reichskanzlei einreiche, wenn der Feind landet? Ich musste Hitler. Er kennt die Lage nicht. Er wird falsch informiert von diesen Verbrechern um ihn herum. Glauben Sie das wirklich? Ich weiß, dass Sie und Ihre Freunde das anders sehen. Aber was erwarten Sie? Dass ich diesem Chaos hier weiter untätig zusehe? Es wird zum Kampf kommen und dann möchte ich nicht als ein Feldherr in die Geschichte eingehen, der seine Soldaten sehenden Auges zur Schlachtbank geführt hat. Es gibt noch andere Optionen. An die glaube ich nicht. Verbinden Sie mich mit dem Führerhauptquartier, der Adjutant des Führers. Ja, ich warte. Gefallen Ihnen die Schuhe? Geburtstagsgeschenk für eine Frau. Sehr elegant. Sie wird sich sicher darüber freuen. Marine-Wetterdienst meldet Sturm und geschlossene Wolkendecke, mindestens bis zum 10. Juni. Wir können also beruhigt fahren. Gute Fahrt. Also über den Laden in Ordnung speisen. Sie le compte? Pour votre époux. Für Ihre Frau zum Geburtstag. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eine ist sicher, das Jahr der Invasion wird dem Gegner an entscheidender Stelle vernichten sie nieder. Da bist du ja endlich, Manfred. Guten Tag, Vater. Tag, mein Sohn. Steht dir gut die Uniform? Darf ich sie gleich trotzdem ausziehen? Er muss heute Abend schon wieder zurück. Sie hätten ihn vom Dienst befreit, aber er wollte nicht. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Geh schon mal hoch. Sehen Sie gleich. Er ist immer noch etwas betrübt, dass du so gegen seinen Eintritt in die Waffen-SS warst. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Wie schön, dass du kommen konntest. Ich muss zum Führer. Es läuft nicht alles zum Guten in Frankreich. Setz dich doch, du bist zu ungemütlich. So, erinnerst du dich an die Dinge, die uns neulich Strönen erzählt hat? Dass sie die Juden vergaßen, im Osten. Hör bitte auf. Strönen ist selber Nazi. Er ist Oberbürgermeister von Stuttgart. Auch er hat die Juden in den Osten verschickt. Warum erzählt er sowas? Das passiert sogar in Frankreich. Vor meinen Augen. Ich dachte immer, das sind Einzelfälle. Aber die da oben sind nicht sauber. Wen meinst du mit die da oben? Du weißt, wo wir hier leben. Was hier früher war. Ja. Jüdisches Landschulheim. Also müssten wir hier ausziehen, wenn das nicht sauber wäre. Lass dir doch sowas nicht einreden. Machen wir Number One nicht davon abhalten, ans Mikrofon zu springen. Wirft er die Masse in 5 Minuten wieder um? Wir müssen eben auch an den Mikrofonen stärker sein als Hitler. Solange wir diese Kraft nicht haben, wächst sie uns auch durch Attentate nicht zu. Was gibt's, Herr Oberstleutnant? Der Rundfunküberwacher der 15. Armee hat jetzt auch die zweite Hälfte des Tarnspruchs abgefangen. Generaloberst von Salmuth hat bereits seine gesamte Armee am Pas-de-Calais in Alarmbereitschaft versetzt. Soll ich die 7. in der Normandie alarmieren? Rufen Sie Rundstedtstab an. Sollen die Herren das dort entscheiden? Gut. Geht also los. Wahrscheinlich nur die übliche Hysterie. Da sind sie. Ich hab's gewusst. Melden Sie Rommels Stab, dass es losgeht.
hat es auch Landungen gegeben. Und zwar mit Laschenseglern hier und hier. Zwei Gefangene berichten, dass noch weitere Landungen folgen werden. Wir könnten die 21. in die Normandie schicken. Der Kommandeur der 21. meldet sich nicht. Der ist mit seinem 1A nach Paris. Was? General Speidel, Telefon. Ja. Verstanden. Sehr gut, danke. Und herzlichen Glückwunsch, Herr General. Das war Marx. Der Engländer greift mit Strohpuppen an. Er glaubt aber, die Situation mit seinen eigenen Kräften bereinigen zu können. Was machen wir jetzt? Na, was wohl? Ins Bett gehen. Das Oberkommando der Wehrmacht hat mich beauftragt, diese Blumen für die Frau Generalfeldmarschall abzugeben. Mit den besten Geburtstagswünschen vom Führer. Dankeschön. Versorgen Sie den gut, Carolina. Das ist vom Führer. Sehr wohl. Der Herr Feldmarschall wird am Telefon verlangt. Das wird das Führerhauptquartier sein. Ja? Speidel, was gibt's? Sie sind gelandet. Wo? Wie weit ist unser Gegenangriff? Lassen Sie die Division sofort angreifen, ohne Rücksicht auf weitere Verstärkung. Sofort zum Einsatz. Tut mir leid. Ist halt nicht zu ändern. Jetzt hat das Warten wenigstens ein Ende. Ja. Mach's gut. So, mach's gut. Sie passen nicht, Carolina. Schön, Sie wohlbehalten hier zu sehen. Sie sind mit dem Führungsstab in den Bunker gezogen. Ich hoffe, Sie haben bessere Nachrichten als heute Morgen im Telefon. Ja, nein. Der Feind hat zur Stunde an mehreren Landeköpfen wahrscheinlich schon 150.000 Soldaten abgesetzt im schweren Gerät. Er beherrscht jetzt ein Gebiet von 130 Quadratkilometern. Gleichzeitig hat die 6. britische Luftlandedivision im Raum Caen die Brücken über der Aue besetzt. Andere Kräfte der Division haben unsere Artilleriebatterie bei Merville zerstört, wenn auch unter schweren Verlusten.
ist das alles. Unsere Informationslage ist mehr als dürftig. Unser Funkverkehr wird vom Feind gestört. Französische Saboteure haben unsere Telefonleitung unterbrochen, auch Anschläge auf Nachschubwege verübt. Mit einem zweiten Großunternehmen muss gerechnet werden. Oben bei Dover haben sie angeblich schon die Küste vernebelt. Sagen Sie es doch gerade raus, Speidel. Was bitte? Sie haben versagt. Danke, meine Herren, dass Sie kommen konnten. Bitte. Ich muss sagen, ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos über das Versagen Ihrer örtlichen Kommandeure. Dass sich die Wehrmacht in Unterhosen vom Feind ihren Betten überraschen lässt, das wirft ein bezeichnendes Bild auf den Zustand Ihrer Soldaten. Dass wir im Schlaf überrascht wurden, ist eine Falschwendung des Feindes, mein Lieber. Nennen Sie das, wie Sie wollen. Ich stelle nur fest, dass Sie die feindliche Landung nicht verhindert haben, so wie mir das von Ihnen immer wieder versichert wurde. Mein Führer, die Truppe kämpft aufopferungsvoll. Und wenn wir die Landung des Feindes nicht verhindert haben, so lag das ausschließlich am Versagen von Luftwaffe und Marine. Beim Heer haben Führung und Truppe in diesem ungleichen Kampf Übermenschliches geleistet. Aber die absolute Luftüberlegenheit des Feindes und das ungehinderte Operieren der Seestreitkräfte macht ein geordnetes und geplantes Vorgehen gegen den Feind nahezu unmöglich. Es ist zu bedauern, dass bis heute niemand im OKW sich ein Bild von der tatsächlichen Lage an der Front gemacht hat. Stattdessen wird dem Feind und seiner Propaganda Glauben geschenkt. Entscheidend ist es nur, dass Cherbourg und sein Hafen von uns gehalten wird. Feld Cherbourg hat der Feind den Schlüssel zur Normandie und damit zu ganz Frankreich in der Hand. Wir haben nur die Wahl, zwischen Cherbourg halten oder den Durchbruch des Feindes verhindern. Für beides reichen unsere Kräfte nicht aus. Sie sind derselben Ansicht, Herr von Rundstedt. Zumindest sollten wir die starre Verteidigung der Halbinsel aufgeben und zu einem geordneten Rückzug zum Hafen und in die Festung übergehen. Auch in Caen, an der Ohrenfront, wäre ein Aufweichen vorteilhaft. Ihr könnt ausweichen und operieren. Ihr könnt das zu stehen, zu halten und zu sterben. Bestimmen Sie einen besonders befähigten Kommandanten für Cherbourg. Und zeigen Sie den beiden Feldmarschällen, was für eine verheerende Wirkung unsere Vergeltungswaffe beim Feind anrichtet. Sehr wohl. Seit gestern werden ununterbrochen unsere V1-Fernwirkungswaffen gegen London abgefeuert. Jeweils ausgestattet mit Sprengköpfen von einer Tonne Gewicht. Es hat zahlreiche sichere Treffer gegeben. Von unseren Agenten dort wissen wir, dass die englische Zivilbevölkerung am Boden ist und gegen Churchill und... Der feindliche Bomberverband nähert sich unserem Luftraum. Mein Führer, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns in den Luftschutzraum begeben. Was wird jetzt? Ich sehe Black. Wir müssen ihm klipp und klar sagen, dass die Lage aussichtslos ist. Nur zu. Auf Sie hörte. Sie sind der Oberbefehlshaber am besten. Meine Macht reicht gerade noch dazu aus, meine Wachen vom Hauptquartier von links nach rechts zu schieben. Sie nicht, dass es an der Zeit ist, über andere Lösungen nachzudenken. Was meinen Sie? Zu verhandeln.
verhandelt keiner mehr. Der Feind hat die Vernichtung der Schlacht beschlossen. Jetzt kommt es nur noch auf den fanatischen Widerstand eines jeden Einzelnen an. Sind Sie dazu bereit? Sind Sie dazu bereit, Rommel? Ja. Wo Wissen und Können indessen ihre menschlich gegebene Begrenzung finden und die Intuition beginnt, jenes übersinnliche Wahrnehmungsvermögen, ein Kind der Eingebung, gepaart mit der Erkenntnis, liegt erst das Führertum des Feldherrn. Rommel besitzt es. Ich sehe, amüsiert man sich. General Feldmarschall? Gute Kritiken? Bitte. Der Führer befiehlt, Cherbourg zu halten. Auch die Stellung westlich der Orne. Leiten Sie die nötigen Schritte ein, Scheidel. Besteht die Möglichkeit eines Entlastungsangriffs durch General Marx? General Marx ist bei einem Luftschlag des Feindes gefallen. Wollen Sie die kompletten Verlustzahlen des Tages haben? Nein, nicht nötig. Meine Herren. Wenn Sie die Höhe genommen haben, nehmen Sie die Straßen nach Bayeux unter Beschuss. Viel Glück, Herr Oberleutnant. Danke, Herr Generalfeldmarschall. Vorwärts, Männer! Heizt den Tommis ordentlich ein! Jawohl, Generalfeldmarschall! Gut so! Viel Glück, Männer! Danke, Herr Generalfeldmarschall! Wer ist da? Kommen Sie raus! Hallo! Bonsoir. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Comtesse, was machen Sie denn hier? Ruhig, Elbo! Ich bin oft hier, es ist ein schöner Platz. Wissen Sie, unsere Soldaten sind nervös. Man könnte sie für eine Partisanin halten. Oder eine englische Agentin. Vielleicht bin ich das ja. Da sollte ich mir aber vorsehen, was? Für die Engländer wäre ich eine hervorragende Trophäe. Ja. Der Wüstenfuchs. Das ist lange her, das war einmal. Jetzt bin ich nur noch der Mann, der die Invasion nicht verhindern konnte. Bedauern Sie das? Ich bin Soldat, Comtesse. Vergessen Sie das nicht. Ich werde meinen Leuten Bescheid sagen, dass Sie hier oben herumstolchen. Danke. Nein. Liebste Lou, mir geht es soweit gut. Ich darf den Mut nicht fallen lassen. Trotz allem, auch wenn viele Hoffnungen nunmehr begraben werden müssen. Ja? General Feldmarschall, der Russe ist bei der Heeresgruppe Mitte durchgebrochen.
7 deutsche Divisionen sind eingekesselt. Die Front ist in Auflösung. Das war's dann wohl im Osten. Ja. Ich wäre froh, wenn die nächsten Wochen schon hinter uns liegen, Speidel. Hier habe ich noch etwas. Wo ist das? Das war Oradour, eine kleine Stadt bei Limoges. Soldaten der 2. SS-Panzerdivision haben sie dem Erdboden gleichgemacht. Alle Einwohner des Ortes getötet, darunter 450 Frauen und Kinder. Aus Vergeltung für einen entführten Sturmbannführer. Woher haben Sie das? Von der deutschen Militärverwaltung. Stülpnagel hat schon protestiert. Aber Hitler hat ein Verfahren gegen den verantwortlichen Obersturmbannführer untersagt. Wirklich? Gute Nacht. Schweine. Ja. Meine Mutter hat gesagt, ich soll dem Herrgott danke, dass ich bei Ihnen gelandet bin, Herr Feldmarschall. Wieso? Weil mir bei Ihnen nichts passieren kann. Feldmarschall, Oberst Fink, der neue Generalquartiermeister, ist aus Paris gekommen. Er will sich Ihnen vorstellen. Gut, ich komme gleich. Herr Feldmarschall, was gibt's? Der Führer bittet Sie umgehend, die Möglichkeit eines Entlastungsangriffes für Cherbourg im Rücken der Amerikaner zu prüfen. Was? Er will, dass die 7. Armee am Westflügel einen neuen Vorstoß unternimmt. Richten Sie ihm aus, dass wir nur mit Mühen unsere eigenen Verteidigungslinien in der westlichen Normandie zusammengeflickt haben. Die Front ist zum Angriff ungeeignet. Mich hat heute der Bruder von General Marx angerufen. Er wollte wissen, auf die Minute genau, wann der General am 12. Juni gefallen ist. Warum das? Um 11 Uhr an dem Tag ist wohl in der Wohnung des Bruders ein Bild des Generals von der Wand gefallen. Ja und? Um 11:15 wurde der General getroffen. Punkt 11 ist er dann gestorben. Dann glaube ich nicht. Warum erzählen Sie das, Herr Oberst? Glauben Sie an Wunder? Ein Wunder glaubt nur Hitler. Zumindest was den weiteren Verlauf des Krieges angeht. Sprechen Sie nicht vom Landekopf! Sprechen Sie vom letzten Stück Frankreich, das der Gegner besetzt hält! Spätestens 3 Tagen wird Cherbourg fallen. Höchstens 4 Wochen wird der Feind hier durchgebrochen sein und ungehindert Richtung Reichsgrenze stürmen. Und wir können nur beten, dass die Engländer und Amerikaner schneller sind als die Russen. Sie sind nicht der Einzige im Reich, der die Lage so einschätzt. Ich glaube, jeder am Tisch hier schätzt die Lage so ein. Nicht wahr, Herr Dr. Speidel? Hitler, wir sind in einer Art Rausch. Er ist nicht mehr in der Lage, Folgerungen zu ziehen, Entscheidungen zu fällen. Immer nur zu sagen, halten bis zum letzten Mann, das bringt nichts. Das ist eine Katastrophe. Die Idee, einen Angriff auf Cherbourg zu befehlen, ist idiotisch. Sie sind der einzige geeignete Mann, den Deutschland hat. Geeignet wofür? Den Krieg zu beenden, Herr Generalfeldmarschall. Den Krieg führen andere, Herr Oberst. Da muss man die den Krieg führen, eben erschießen. Wenn es keine andere Lösung gibt. Mein Gott, Speidel, Sie sind ja ein rauer Krieger.
Der Kampf um Platz und Hafen Cherbourg haben den Gegner, der am Sonntagnachmittag in großen Teilen das eigentliche Stadtgelände einnahm, also einzelne Werke, Stützpunkte und Küstenbatterien, die Fahne des Widerstandes hoch. Noch immer wird in den Straßen der Stadt mit einer bis zur Weißglut gesteigerten Erbitterung im blutigen Straßenkampf gekämpft. Es kam gerade ein Funkspruch von dem General von Schlieben. Letzte Schlacht um Cherbourg in Brand. Gegner greifen Panzern an. Wo bleibt Luftunterstützung? Funken Sie zurück. Eigene Luftunterstützung drang durch feindliche Jagdsperre nicht durch. Sie haben gemäß Führerbefehl bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Gott mit Ihnen. Herr Feldmarschall, der Führerbefehl lautet bis zum letzten Mann. Wollen Sie den wirklich unterlaufen? Letzter Mann, letzte Patrone, wo ist denn da der Unterschied? Letzte Patrone bedeutet Kapitulation und nicht Untergang. Ich hoffe, der General versteht das genauso. In Cherbourg hat die deutsche Wehrmacht ein Blatt in die deutsche Heldengeschichte eingesetzt, das unvergänglich sein wird. Es hat in den großen Bunkern Besatzungen gegeben. Sie haben sich einzementiert und nur noch Schießkarten aufgehalten und bis zur letzten Patrone auf den Feind geschossen und sich dann mit ihren Bunkern in die Luft gesprengt. Wenn eine Nation im 5. Jahr des Krieges solchen Taten. Are you sure he's going to Germany? Yes. Hitler ordered him to over Salzburg. And how is it that you're so well informed, Princess? I do my job, you should do yours. Are you sure you want me to do that? Thank you. Ihnen ist klar, dass die im Führerhauptquartier nur einen Schuldigen für den Fall von Cherbourg suchen. Sie oder ich? Herr Hundstedt, ich werde dem Führer hart und klar vortragen, dass der Krieg beendet werden muss. Die politische Lage ist eindeutig. Die ganze Welt steht gegen uns. Was warten Sie also von mir? Dass Sie mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten und mich unterstützen. Sie haben recht. Springen wir beide über die Klinge. Er wird sich wieder einknicken, Sie werden sehen. Sechs Uhr. Man lässt uns warten. Herr von Kluge, Sie hier. Wie ich sehe, sind Sie von Ihrem Unfall rasch genesen. Das freut mich. Der Führer hatte mich um eine Einschätzung der Lage im Osten gebeten. Wenn Sie mich entschuldigen, das Flugzeug nach Berlin wartet. Bitte, tragen Sie vor. Mein Führer, ich stehe hier als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Bertha. Es ist heute wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, dass ich Ihnen, verantwortlich vor dem deutschen Volke, die Lage im Westen vortragen kann. Ich bitte, mit der Beurteilung der politischen Lage beginnen zu dürfen. Generalfeldmarschall, Sie haben sich hier ausschließlich zur militärischen Lage zu äußern. Die militärische Situation und meine Verantwortung für Deutschland macht es erforderlich. Ich muss zur Gesamtlage Stellung. Rommel, ich habe Sie nicht gebeten, irgendwelche persönlichen Kommentare zur weltpolitischen Lage abzugeben, sondern sich hier einzig und allein auf die militärische zu beschränken.
Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, wie enttäuscht ich bin, dass Sie trotz meiner wiederholten Aufforderungen nicht in der Lage waren, einen Gegenangriff auf der Halbinsel Kotetern durchzuführen. Cherbourg hätte niemals fallen dürfen. Der Sieg im Felde fällt immer der Seite zu, die über die besten und schnellsten Nachschubverbindungen verfügt. Montgomerys Nachschubwege waren weitaus gefährdeter als die Ihren, Herr Generalfeldmarschall. Aber diesen Vorteil haben Sie durch Ihr zögerndes und abwartendes Operieren ein für alle Mal verspielt. Es gilt es, den Engländern Call zu binden, dort einen Gegenangriff durchzuführen und den Feind anschließend in der Normandie auszubluten. Herr Reichsminister, Sie bekommen doch die Berichte Ihrer Generäle. Fragen Sie doch den Oberstgruppenführer Haus oder den Obergruppenführer Dietrich. Sie wissen doch so gut wie ich, wie aussichtslos die Lage ist. Mein Führer, ich kann hier nicht wegfahren, ohne mit Ihnen über Deutschland gesprochen zu haben. Können wir unter vier Augen sprechen? Ich glaube, Sie verlassen es besser, diesen Raum. Herr Generalfeldmarschall, machet mir Halt bei Ihnen daheim in Herlingen. Keinen Fußbreit vor und den Kampf aufgeben. Und wenn wir einen Fußbreit aufgeben, sofort wieder vorstoßen. Und wir sind ja so glücklich, es vergessen zu wissen, dass unser Generaloberst Rommel Feldmarschall, Herr Generalfeldmarschall, machet mir Halt bei Ihnen daheim in Herlingen. Pass auf deine Mutter auf, Manfred. Speidel? Noch hält die Front. Noch. Ich mache mir keine Illusionen, Speidel. Der nächste bin ich. Und Ronstedt? Ronstedt. Wie immer wachsweich. Er wird die Anweisung des Führungsstabes umsetzen, so saudumm sie auch sein mögen. Die Fakten sind eindeutig. Fakten interessieren Hitler nicht. Er hat alles in Frage gestellt. Die Luftüberlegenheit des Feindes, verheerende Wirkung der feindlichen Schiffsartillerie, sogar unsere Nachschubprobleme. Uns glauben sie nicht, aber wir sollen ihnen glauben. Ich sage nur eins. Herr Feldmarschall, legen Sie das Kommando nieder. Es wird nicht ohne Wirkung bei den Menschen bleiben. Sie sind immer noch der beliebteste Soldat im Lande. Ich weiß, das werden die da oben nicht zulassen. Wahrscheinlich erwarten sie von mir den Heldentod. An der Front. Kann man ja auch ein bisschen nachhelfen. Meine Familie ist darauf vorbereitet. Den müssten Sie sich dann kümmern. Das ist ein Soldatenhund. Der wird kein Zivilist mehr. Kann sie sein.
Rommel, ja? Mhm. Verstehe. Danke, dass Sie mich informiert haben. Rundstedt bekommt das Eichenlaut zum Ritterkreuz. Dann soll er um seine Ablösung bitten. Ja, und Sie? Ich bleibe. Als Rundstedts Nachfolger? Nein. Der Generalfeldmarschall Kluge wird der neue Oberbefehlshaber West. Wie geht's, Spalt? Gut. Hier entlang, bitte. Hier greift uns der Engländer mit ungeheurer Wucht an. Es kostet uns enorme Kräfte, die Stellung zu halten. Die wir dringend hier bei Sano brauchen, um einen Durchbruch der Amerikaner zu verhindern. Die Stadt Caen und der Brückenkopf werden nicht geräumt. Nicht ein Fußbreit Boden wird freiwillig aufgegeben. Die Befehle des Führers sind eindeutig. Der Führer kennt die Lage nicht. Der sautumme Haltebefehl führt mich schon so oft in die Katastrophe. Von nun an werden Sie sich daran gewöhnen müssen, Befehle auszuführen wie alle anderen auch. Was wollen Sie mir damit sagen? Bisher haben Sie sich regelmäßig den Ansichten Ihrer Vorgesetzten entzogen, indem Sie zum Führer gelaufen sind. Meine Herren, ich darf Sie bitten, mich einen Moment mit dem Feldmarschall alleine zu lassen. Bitte. Sie scheinen vergessen zu haben, dass hier ein Feldmarschall vor Ihnen steht. Rommel, ich verlange, sämtliche Lageberichte Ihrer Kommandeure an der Front vorgelegt zu bekommen. Auch verlange ich eine Statistik über Schussweiten, Rohrbelastung und Munitionierung der feindlichen Schiffsartillerie. Fahren Sie gefälligst an die Front! Da bekommen Sie einen Eindruck von der Wirkung der feindlichen Schiffsartillerie! Man merkt, Herr Rommel, Sie haben bisher höchstens eine Division geführt. Und Sie haben richtig die Engländer gekämpft. Alle schweren Waffen, Panzer und Artillerie werden in einem dritten Verteidigungsring außerhalb der Reichweite der feindlichen Schiffsartillerie postiert. Die Artillerie hier auf den Anhöhen über Cagny und Emmyville, erst dahinter die Panzer. In festen Stellung. Das wird den Feind fürs Erste beschäftigen. Wie lange? Bestenfalls 3 Wochen. Da kommt der Durchbruch. Wir haben also etwa 3 Wochen Zeit. Wozu? Nach anderen Lösungen zu suchen. Feldmarschall. Was ist denn noch, Speil? Ich bin ohne müde. Sie erinnern sich an Oberstleutnant von Hofacker? Er ist im Stab von General Stülpnagel. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Morgen, wenn es geht. Worüber? Ich komme im Auftrag meines Vetters, des Grafen Stauffenberg. Vielleicht wissen Sie schon, dass er vor wenigen Tagen Chef des Stabes beim Ersatzherr geworden ist, bei Generaloberst Fromm. Stauffenberg, ja? Hat er sich von seiner schweren Verwundung erholt? Soweit es geht, ja. Er bittet Sie um eine Einschätzung der Kriegslage im Westen. Dürfte bekannt sein, auch beim Ersatzherr. Wie lange noch? 3 Wochen. Höchstens 6. Kein Wunder geschieht. Sie meinen, der Krieg ist verloren? Was wollen Sie eigentlich wirklich von mir, Herr von Hofacker? Würden Sie sich für Deutschland verwenden? Ich verwende mich schon jetzt für Deutschland. Ich meine für ein anderes Deutschland. Unter einer anderen Regierung. Endo! Hä? Still bleiben! Endo! Keine Bewegung! Landschaft der Normandie hält der Tod grausame Ernte. Die hervorragende deutsche Panzermunition durchdringt auch den härtesten Stahl. Im
Im Raum von Caen und Bayeux tobt eine schwere Schlacht. Der entscheidende Kampf um Europa. Herr Generalfeldmarschall Rommel! Herr Generalfeldmarschall! Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Herr Feldmarschall. Und? Nehmen Sie meine Entschuldigung an. Ich werde den Führer anrufen und ihm mitteilen, dass ich die Lage wie Sie als sehr ernst ansehe. In Saint-Lô droht stündlich der Durchbruch der Amerikaner. In einigen Abschnitten sind alle Männer tot oder verwundet. Mitteilen reicht nicht mehr. Was schlagen Sie vor? Der Führer soll seine Zustimmung zu Friedensverhandlungen geben, oder wir machen die Front auf. Sie wollen Hitler ein Ultimatum stellen? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich werde ihm eine letzte Chance geben. Wenn er keine Konsequenzen zieht, werde ich handeln. Kann ich mit Ihnen rechnen? Machen Sie sich keine Hoffnungen. Hitler wird sich davon nicht beeindrucken lassen, Rommel. Das nimmt uns nicht die Verpflichtung zu handeln. Sind Sie damit einverstanden, dass mein Stabschef ein entsprechendes Schreiben an Hitler aufsetzt? Wir sollten vorher unsere Truppenführer befragen, vor allem die SS-Generäle. Ohne die geht es nicht. Ich werde Sie von meiner Absicht unterrichten. Meine Herren. Weiß er es oder weiß er es nicht? Was? Dass in Berlin ein Staatsstreich geplant wird. Woher wissen Sie das? Von General Speidel. Er hat mir gegenüber einige Andeutungen gemacht. Auch Ihr Name fiel in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Lage an der Front wird von Tag zu Tag schwieriger. 97.000 Mann an Verlusten. Die materiellen Verluste der eingesetzten Truppen sind ungewöhnlich hoch und konnten bisher in nur ganz geringem Maß ersetzt werden. 2.360 Offiziere, das heißt durchschnittlich 2.500 bis 3.000 Mann, stehen bis jetzt etwa 10.000 Mann. Wie Kämpfe gezeigt haben, wird bei dem feindlichen Materialeinsatz auch die tapferste Truppe Stück für Stück zerschlagen und verliert damit Menschen, Waffen und... Wir haben ein Problem, Herr Feldmarschall. Heil Hitler, Obersturmbannführer! Heil Hitler! Heil Hitler, Herr Generalfeldmarschall! Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wir haben Hinweise, dass sich französische Saboteure hier verstecken. Hier, bei mir im Befehlsstand. Die Comtesse, die Nichte des Grafen. Die Familie des Grafen steht unter meinem persönlichen Schutz. Wer behauptet das? Wir haben gestern einen britischen Agenten gestellt. Der hat die Comtesse zweifelsfrei belastet. Sie machen Witze. Ich verstehe, dass Sie diese Nachricht schockiert. Aber Sie sollten lieber dankbar sein. Die beiden haben ein Attentat auf Ihr Leben geplant. Standartenführer? Das wird Sie interessieren. Ich vermute mal, das ist nicht die Funkstelle der Heeresgruppe. Die SS hat im Dorf Verhaftungen durchgeführt. Ist die Comtesse dabei? Nein. Wovon verstecken Sie? Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig. Jedoch neigt sich der ungleiche Kampf dem Ende entgegen. Es ist meines Erachtens nötig, die politischen Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen. Es ist meines Erachtens nötig, die politischen Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen. Und das wirklich so abschicken? Sie haben recht. Das ist zu riskant. Ich werde mit ihm sprechen. Politische Folgerungen meinen Friedensverhandlungen. Das wollten wir doch. Politisch ist für Hitler ein Reizwort. Er sieht das als seine ureigene Domäne an. Er glaubt doch immer noch, dass er am Ende die Vorsehung rettet. Dann streichen Sie von mir aus politisch. Gut, ich schicke es noch heute per Kurier in Kluge raus. Ja. Herr Feldmarschall. Was ist denn noch? Inwieweit hat sich Oberstleutnant Hofacker einen unterrichtet? Was meinen Sie? Hat er Sie in die genauen Pläne eingeweiht? Er hat gefragt, ob ich mich einer neuen Staats- und Wehrmachtsführung zur Verfügung stellen würde. Wieso? Was sind das für Pläne?
Ich kenne sie auch nicht. Nein? Nur ein ganz kleiner Kreis weiß, wie der Umsturz ablaufen wird. Wenn Sie Hitler verhaften und vor Gericht stellen, dann stehe ich zur Verfügung. Aber nicht für einen Attentat. An meiner Einstellung hat sich nichts geändert, General. Von einem Attentat. Offenbar hat ihm Hofacker nichts davon gesagt. Er glaubt immer noch, Hitler soll verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Hofacker hat uns gesagt, dass Rommel für Friedensverhandlungen zur Verfügung steht. Für Friedensverhandlungen. Aber nicht für ein Attentat. Aber ihm muss doch klar sein, dass Hitler gewaltsam abgelöst wird. Gewaltsame Ablösung heißt nicht Attentat. Bitte, meine Herren. Vielleicht sind wir alle nicht gemacht für sowas, aber es muss sein, mit oder ohne Rommel. Es gibt ein Ultimatum gegen Hitler. Was? Entweder Hitler gibt sein Einverständnis für Friedensverhandlungen oder Rommel und Kluge machen die Front auf. Wenn Hitler von dem Ultimatum erfährt, wird er Rommel sofort ablösen lassen, wenn nicht schlimmer. Wir riskieren das Gelingen von Walküre. Walküre? Herr General. Die Männer am Stauffenberg haben einen genau überlegten Plan ausgearbeitet für den Fall, dass der nationale Notstand eintritt. Im Zentrum steht das Ersatzheer. Es übernimmt die Macht im Inneren. Voraussetzung ist ein Attentat auf Hitler. Verschwörer treten gar nicht als Urheber des Anschlags in Erscheinung? Nein. Es wird aussehen wie ein Putsch von Teilen der Partei und der SS. Verstehen Sie, der Plan setzt im ganzen Land Dienststellen in Aktion, die gar nicht eingeweiht sind. Sie handeln im Sinne dieses Notstandsplanes, den Hitler selbst für den Fall innerer Unruhen abgesegnet hat. Wir brauchen nur einen Grund, ihn auszulösen. Das ist genial. Der einzige Unsicherheitsfaktor ist die Front. Nur deshalb haben wir den Kontakt zu Rommel gesucht. Niemand sonst steht so hoch in der Achtung der Soldaten. Sie wollen ihn nur für Propagandazwecke nutzen? Der Faktor Rommel. Goebbels hat ihn zum Volkshelden gemacht. Und das nutzen wir jetzt aus. Nun hat er die einmalige Gelegenheit, dem Volk einen wirklich großen Dienst zu erweisen. Ich glaube, der Feldmarschall weiß das. Ja? General Feldmarschall? Morgen Speidel, was gibt's? Aldinger hat mir gemeldet, Sie fahren heute zu Obergruppenführer Dietrich. Ja, ich fahre an die Front nach Caen. Warum? Werden Sie mit dem Obergruppenführer über Ihre Pläne sprechen? Ja, natürlich. Der Mann ist ein Nationalsozialist, durch und durch. Er wird die SS sofort gegen Sie in Bereitschaft stellen. Ich weiß, wen ich da vor mir habe. Aber wir haben keine Wahl. Sonst schießt die Waffen des SS weiter, während die Wehrmacht ihre Front aufmacht. Genauso gut können Sie Himmler oder Goebbels in Ihre Pläne einweihen. Dietrich ist ein erfahrener Frontsoldat. Er sieht die Realitäten. Ich darf Ihnen mitteilen, dass sich die Panzerdivision von Graf Schwerin bereithält, die SS zu entwaffnen. Sagen Sie mal, Speidel, bin ich eigentlich noch Herr im eigenen Haus? Natürlich. Noch steht der Feind im Westen. Vergessen Sie das nicht. Nein. Wenn Sie die Leute sehen, was ist das? Respekt? Neue Angst, weil die nicht wissen, was kommt. Was glauben Sie denn, was kommt, Herr Feldmarschall? Na, hoffentlich wären wir britische Kolonie wie Kanada und nicht Teil von Stalins Bolschewikenreich. Feindliche Jäger da oben, 8 Stück. Geben Sie mal her. Siehst du den Weg da? Versuch den Wald zu erreichen. Los, los! Schnell, gib Gas!
beeil dich! Beeil dich, komm! Blumentritt. Moment. Herr Feldmarschall. Ja. General Speidel. Ja, Kluge. Ja, verstanden. Nein, nein, ich informiere das OKW. Blumentritt. Rommels Wagen wurde angegriffen. Der Feldmarschall ist schwer verwundet. Sie wissen nicht, ob er durchkommt. Auch das noch. Machen Sie mal eine Verbindung zum OKW. Blumentritt, was ist mit dem Papier von Rommel? Haben wir das schon an den Führer abgeschickt? Nein, Sie wollten es noch ergänzen. Ja, ja. Ja, legen Sie es erstmal zu den Akten. Ich habe eine Basisdruck. Der Arzt sagt, es ist ein Wunder, dass er die Nacht überlebt hat. Der Führer hat mir auch hier den Befehl übertragen, bis Rommel genesen ist. Kann ich mit Ihrer Unterstützung rechnen, Spalte? Selbstverständlich, Herr Feldmarschall. Ich werde meinen Gefechtsstand hier bei Ihnen im Schloss einrichten. Von hier bin ich schneller an der Front. Blumentritt vertritt mich in Paris. Natürlich. Ja, das war's erst einmal. Ach ja. Seit dem frühen Morgen greift der Feind unsere Stellung vor Caen an. Während der schweren Bombardements der ersten Angriffswelle wurden unsere 16. Luftwaffenfelddivision und die 72. Infanteriedivision, die beide in vorderster Stellung lagen, vollständig ausgelöscht. Hält die Front? Ja, noch hält die Front. Was ist mit Daniel? Er Sturz. Er hat es nicht mehr geschafft. Letzte Nacht ist er gestorben. Sie haben ein Telegramm vom Führer. Ah ja. Nehmen Sie, Herr Feldmarschall, meine besten Wünsche für Ihre weitere baldige Genesung entgegen. Gezeichnet Adolf Hitler. Ist das alles? Ja, Herr Feldmarschall. Stauffenberg ist trotz allem zum Losschlagen entschlossen. Wann? Er fliegt morgen zum Führerhauptquartier nach Ostpreußen. Kluge hat heute die 116. Panzerdivision von General Schwerin an die Front verlegen lassen. Damit haben wir keinerlei Reserve, um im Notfall gegen die SS vorzugehen. Hoffen wir auf Kluge. Was eigentlich mit diesem Ultimatum an Hitler? Hat das OKW schon reagiert? Bei Rommels Verwundung ist vom Ultimatum keine Rede. Sie meinen, er hat es gar nicht abgeschickt? Nein. Kluge weiß Bescheid. Schon lange. Er hat sich mehrfach mit den Verschwörern getroffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er noch zu Friedensverhandlungen mit dem Westen bereit ist. Es wird keine Verhandlungen geben, Herr General. Wie das? Uns ist über den britischen Botschafter in Madrid signalisiert worden, dass die Alliierten eine Kapitulation nur akzeptieren, wenn sie gleichzeitig auch im Osten erfolgt. Aber was soll das Ganze dann noch? Dass wir vor den Augen der Welt den Aufstand gegen diese Verbrecher wagen. Darauf kommt es an. So eine Tour. General! Comtesse? Was machen Sie hier? Das Raphael ist sehr interessant für meine Kollegin. Und ein Wagen aus dem Stab von Rommel fällt auf. Wie geht es dem Herrn Feldmarschall? Sie riskieren, dass ich Sie verrate. Die SS hat Geiseln genommen im Dorf. Ich soll mich stellen. Einige davon sind noch Kinder. Können Sie etwas tun? Ich fürchte, mein Einfluss reicht nicht so weit. Verstehe. Viel Glück. Was wollen Sie jetzt machen? Ich werde mich stellen
Das sollten Sie nicht tun. Die Dinge ändern sich manchmal schneller, als man denkt. Glauben Sie wirklich? Ich sollte die Hoffnung niemals aufgeben. In der Nacht vom 18. auf 19. Juli stoppen Nachtjäger über Nordfrankreich 30 viermotorige britische Bomber ab. Batterien der Kanalinsel Alderney schossen einen feindlichen Gleitzerstörer in Brand, der nach heftigen Explosionen sank. In der Normandie setzte der Feind seine Angriffe im Raum östlich und südöstlich fort mit starker Panzerartillerie und Fliegerunterstützung während des ganzen Tages fort, ohne dass ihm der erstreckte Durchbruch gelang. Hier ist Fink. Hier ist Dienststelle Zossen. Alles bereit für die Übung? Ja. Feindliche Vorstöße aus der Stadt heraus nach Süden sowie starke örtliche Angriffe der Nordamerikaner weiter nordwestlich brachen verlustreich zusammen. Schlachtflieger unterstützten die Abwehrkämpfer der Erdtruppen in wirksamen Tiefangriffen und vernichteten 10 feindliche Panzer. In Luftkämpfen wurden 16 feindliche Flugzeuge abgeschossen. In der Nacht vom Donner... Hier ist Fink. Übung abgelaufen. Übung abgelaufen. Also doch. General, in Berlin hat ein Gestapo-Putsch stattgefunden. Attentat auf den Führer. Der Führer ist tot. Generalfeldmarschall Witzleben und Generaloberst Beck haben eine provisorische Regierung gebildet. Fink, woher haben Sie diese Nachricht? Vom Militärbefehlshaber, General Stöppnagel. In Berlin hat ein Putsch der SS und der Gestapo stattgefunden. Der Führer ist tot. Der Pariser SD ist sofort zu verhaften. Die obersten SS-Führer sind ebenfalls festzunehmen. Hier sind die Planskizzen aller SS- und SD-Unterkünfte nach dem Stand der letzten Tage. Alles klar? Jawohl. Jawohl. Hofacker? Moment. General Speidel für Sie. Stülpnagel? Herr Feldmarschall von Kluge bittet Sie, bis gegen 20 Uhr in den Gefechtsstand der Heeresgruppe zu kommen. Wichtige Besprechung. Danke. Was hat er gesagt? Dass er kommt. Ja! Gibt's denn? Ein Fernschreiben aus dem Führerhauptquartier von Generalfeldmarschall Keitel. Was schreibt er? Dass Hitler lebt. Da stellen Sie fest, was richtig und was falsch ist. Das muss ich doch machen lassen. Allerdings. Sagen Sie mal, Spalter. Haben Rommel und Sie davon gewusst? Nein. Zunächst die Wiederholung einer wichtigen Meldung des Staatsdienstes, die heute Nachmittag über alle Sender ging. Linger? Ja, Herr Feldmarschall. Morgen Anschlag gegen den Führer. Das ist heute leiser. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Jawohl, Herr Feldmarschall. Aus meiner... Was soll das, Herr Oberst? Wir sind gekommen, um Sie zu verhaften, Gruppenführer. Befehl von General Stülpnagel. Wie bitte? Ihre Pistole bitte, Gruppenführer. Es wird Ihnen leid tun. Thank you.
bevor der Führer tot ist, gilt es auch hier Entscheidungen zu treffen. Was gedenken Sie jetzt zu tun? Meine Herren, bitte setzen Sie sich. Meine Herren, wir haben hier sich widersprechende Berichte. Ich habe etwa vor einer halben Stunde mit General Stief telefoniert. Er ist gerade am Mauersee und hat mit einigen Offizieren gesprochen, die heute aus der Wolfsschanze kamen. Sie haben gesagt, Hitler habe den Bombenanschlag überlebt. Herr Feldmarschall, das, was in Berlin passiert, ist nicht das Entscheidende. Sehr viel wichtiger sind die Entschlüsse, die hier in Frankreich gefasst werden. Ich appelliere an Sie im Namen der deutschen Zukunft. Sagen Sie sich los von Hitler und übernehmen Sie die Führung der Befreiungsaktion im Westen. Tun Sie das, was an Ihrer Stelle der Feldmarschall Rommel getan hätte. Machen Sie Schluss mit den blutigen Morden, damit das Ende nicht noch fürchterlicher wird. Verhindern Sie die schrecklichste Katastrophe der deutschen Geschichte. Ja. Moment, ich verbinde. General Valimont aus dem Führerhauptquartier. Ja, Kluge. Ja, verstanden. Ich bin sehr erleichtert. General Valimont sagt, der Führer ist völlig gesund. Ja, meine Herren, dann ist es eben ein missglücktes Attentat. Herr Feldmarschall, aber ich dachte, Sie wüssten Bescheid. Nein, keine Ahnung hatte ich. Meine Herren, darf ich Sie zum Essen bitten? Herr Feldmarschall, bitte, ich muss hier unter vier Augen sprechen. Ja, was gibt's denn noch? Was? Blumentritt? Der gesamte SD mit Gruppenführer Oberg soll verhaftet werden. Oder ist es schon? Das hat Herr von Stülpnagel befohlen. Er hat es vor seiner Abfahrt angeordnet, ohne Rückfrage, ohne Meldung bei seinem Oberbefehlshaber. Das ist ja wohl eine Eigenmächtigkeit ohnegleichen. Telefonieren Sie sofort. Der Befehl muss auf der Stelle rückgängig gemacht werden. Die Tatsachen haben schon gesprochen. Sie stehen mit Ihrem Wort und Ihrer Ehre im Feuer, Herr Feldmarschall. Die Ehre der ganzen Armee und das Schicksal von Millionen liegen in Ihrer Hand. Ja. Wenn das Schwein tot wäre. Wenn ich Sie wäre, Stülpnagel, würde ich in Zivil irgendwo hinfliehen. Versuchen Sie überzulaufen. Ich gehe um den See, ich möchte mir die Beine vertreten. Warten Sie an der nächsten Kreuzung.
Zigarette? Sie, Rommel, wo sind Sie gewesen? Es werden Namen genannt. Auch der Name Rommel war dabei. Danke, dass Sie gekommen sind, Herr General. Aber die Sache hat sich bereits erledigt. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Aufstand hier in Paris. Nur Stülpnagel und ich waren eingeweiht. Alle anderen wurden im Unklaren gelassen. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich bedauere nichts. Es wurden Namen genannt, auch Ihre. Es geht wohl um eine Besprechung, die Sie mit diesem Hofacker hatten am 9. Juli. Ich kann mich nicht erinnern. Es kann nichts Belastendes sein. Sie wurden nach Ihrer Beurteilung der Lage gefragt und Sie haben offen geantwortet. Wie sieht es aus an der Front? Die dritte US-Armee ist gestern bei Affranche durchgebrochen. In Ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken, glaube ich. Heil, mein Führer! Lesen Sie das, Kerzel. Das ist die Aussage, die dieser Hofacker Rommel gemacht hat. Ich habe mit ihm über das Attentat unterhalten. Und das stimmt, Kerzel. Ist das eine der schwerwiegendsten menschlichen Enttäuschungen für mich. Aber ich kann dem deutschen Volk, bei dem er einen so großen Namen hat, nicht antun, ihn vor Gericht zu stellen. Häusl, freue mich. Mein Gott. Solange man den Kopf nicht unterm Arm trägt, ist es halb so schlimm. Komm. Ich habe hier einen persönlichen Brief des Führers an Sie. Sie werden zur Berichterstattung nach Berlin gebeten. Zur Berichterstattung? Die Amerikaner haben schon mit zwei Divisionen die Seine überquert. Ja, Spargel. Das war's dann wohl für mich.
Freut mich aber, Herr Oberst. Wie geht's Ihnen? Danke. Ich müsste Sie kurz alleine sprechen. Geh mal rein zu deiner Mutter und sag ihr, dass wir Gäste haben. Mach ich. Was gibt's denn, Herr Oberst? Generalfeldmarschall Kluge ist tot. Er hat Gift genommen, nachdem ihn Hitler zur Berichterstattung nach Berlin befohlen hat. General Speide dachte, es ist besser, wenn Sie es gleich erfahren. Ja, danke. Weiß man warum? Wir vermuten, dass Hitler ihn für das Aufbrechen der Front verantwortlich gemacht hat. Und das alles auf der Flucht, Herr Feldmarschall. Da schämen Sie sich nicht! Sie lumpen, den Führer auf so erbärmliche Weise verraten zu haben! Ich bereue nur, dass ich das Attentat nicht verübt habe. Dann hätte es nämlich keinen Scheitern gegeben. Das ist ja ein Angeklagter! Sie schweigen jetzt, Herr Freisler! Denn heute geht es um meinen Kopf. In einem Jahr geht es um Ihren Kopf. Wie wurde das begründet? Nichts. Gar nichts. Aus heiterem Himmel. Ich soll mich nach Deutschland begeben und dort auf weitere Verwendung warten. Wer ist Ihr Nachfolger bei der Heeresgruppe? General Krebs. Auch Blumentritt wurde abgelöst und soll zur Berichterstattung nach Berlin kommen. Das sehen Sie, Speidel, das ist doch nichts Ungewöhnliches. Man sucht jetzt halt Sündenböcke für das Versagen an der Front. Vor einer Woche wurden die Pariser Verschwörer verurteilt. Ja, ja. Furchtbar. Sogar Stülpnagel. Angeblich wurde Hofacker noch nicht hingerichtet. So? Vielleicht brauchen Sie ihn ja noch. Sagen Sie mal, Speidel, haben Sie was zu befürchten? Guten Morgen, Frau Speidel. Guten Morgen. Ist jemand zu Hause? Das ist er schon lange nicht mehr. Der Herr von Hofacker hat nur noch sein nacktes Leben. Bitte, Herr von Hofacker, sagen Sie dem Herrn Dr. Speidel, was Sie uns erzählt haben. Dass Sie mit ihm über die Attentatspläne gesprochen haben. Dass auch der Feldmarschall Rommel Bescheid wusste. Nein, weder der Herr Feldmarschall noch der Generalleutnant wussten Bescheid. Falls ich das gesagt haben sollte, muss es sich um eine Gedächtnisverwechslung gehandelt haben. Herrlingen, den 1. Oktober. Liebe Frau Speidel, das Schicksal Ihres Mannes bewegt mich tief. Vor allem, dass Sie von ihm jetzt schon seit über 3 Wochen keine Nachricht haben. Beunruhigt mich sehr. Sie sollen wissen, wie sehr ich Ihren Herrn Gemahl als einen hervorragenden, tüchtigen, fleißigen Generalstabschef geschätzt habe. Ich werde noch heute dem Führer schreiben und mich für Ihren Herrn Gemahl verwenden. Sie, mein Führer, wissen, wie ich meine ganze Kraft und mein Können eingesetzt habe, sei es im Westfeldzug 1940 oder in Afrika 1941 bis 1943
oder in Italien 1943 oder wieder im Westen 1944. Mich beherrscht stets nur ein Gedanke, zu kämpfen und zu siegen für ihr neues Deutschland. Heil mein Führer. E. Rommel. Vielleicht hat er davon gewusst, ja. Aber nicht aktiv mitgewirkt. Gewusst heißt Verräter, Herr Feldmarschall. Nach eigener Erklärung Generalleutnant Speidel habe er durch einen entsandten Offizier von General von Stülpnagel, gemeint ist der Hofacker, Kenntnis vom Plan für das Attentat vom 20. Juli 1944 erhalten. Er habe dem Generalfeldmarschall Rommel Meldung hiervon gemacht. Dass Rommel die Weitermeldung unterlassen habe, habe er nicht gewusst. Ich halte diese Entschuldigung des Generalleutnants für unglaubhaft. Es wäre seine Pflicht gewesen, seinerseits über den Plan des Attentats zu berichten. Zumal ihm Rommel sicher berichtet hat, dass er nicht vorhatte, das Attentat zu melden. Der Führer hat die Ansicht ausgesprochen, dass an der Schuld Speidels nicht zu zweifeln ist. Herr Vorsitzender, meine Herren, wenn General Speidel sagt, er habe Rommel vom bevorstehenden Attentat in Kenntnis gesetzt, ja, dann muss die Anklage ihm erstmal das Gegenteil beweisen. Hier wird auf spitzfindige Art und Weise versucht, den Herrn Dr. Speidel zu entlasten. Und selbst wenn. Die Sache war so ernst, dass Speidel sich nicht auf das Weiterleiten des Generalfeldmarschalls verlassen durfte. Auf was soll sich ein Soldat überhaupt noch verlassen, wenn nicht auf die Pflichterfüllung seines Vorgesetzten? Ich hoffe, Sie sind sich im Klaren darüber, was das heißt für Rommel. Generalfeldmarschall, Sie werden beschuldigt, am Attentat auf den Führer beteiligt gewesen zu sein. Wer behauptet das? Wir haben hier einige Aussagen von General von Stülpnagel, Oberstleutnant von Hofacker und General Speidel. Speidel? Er hat ausgesagt, Sie über die Attentatspläne gegen den Führer informiert zu haben. Das glaube ich nicht. Jawohl. Ich habe mich vergessen. Ich werde die Konsequenzen ziehen. Würden Sie uns bitte für einige Minuten alleine lassen? In Anerkennung Ihrer großen Verdienste um das Reich wird Ihr Verrat dem deutschen Volk verschwiegen. Wenn Sie bereit sind. Mit der Pistole fühle ich mich nicht sicher genug. Ich habe Ihnen dafür etwas mitgebracht. Es wirkt in 3 Sekunden. Was wird aus meiner Familie? Er wird hier sippenhaft erspart bleiben. Ein Staatsbegräbnis ist vorbereitet. Und Ihre Frau wird die volle Pension der Witwe eines Generalfeldmarschalls gewährt. Danke. Darf ich mich jetzt von meiner Frau und von meinem Sohn verabschieden? Natürlich.
alles denn los? In einer Viertelstunde bin ich tot. Komm jetzt mal, Junge. Harlinger, jetzt ist das Ende da. Ich bin nicht beteiligt am Attentat. Ich habe mein ganzes Leben dem Vaterland gedient. Und das Beste getan. Grüßen Sie die Kameraden, besonders meine lieben Afrikaner. Manfred, auch den Speidel werden Sie nicht verschonen. Kümmere dich auch um die Frau Speidel. Mach's gut, mein Junge. In einem Staatsakt nimmt das deutsche Volk Abschied von einem seiner tapfersten Generale. Mit ihm, so sagte der Führer in einem Tagesbefehl, ist einer unserer besten Heerführer dahingegangen. Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum geworden. Die Bevölkerung einer süddeutschen Stadt umsäumt den letzten Weg des großen Soldaten.